In St. Peter-Ording wird der Lockdown besonders sichtbar. Auf rund 4000 Einwohner kommen hier mehr als 17.000 Gästebetten. Und die müssen zurzeit leer bleiben. Viele Geschäfte sind geschlossen und die Straßen fast menschenleer. St. Peter ist gerade tot, keine Touristen, nicht so viele Leute draußen. Es ist wie ein Geisterstadt. Traurig, oder? Wenn man die Straße sieht, ist es leer. Die Stimmung ist nicht gut, aber mal gucken, was passiert. Man kann doch nicht mehr irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Die Gastronomie hat so viel getan, ich finde es einfach schade. Also man hat das nicht so gedacht, dass wir das wieder so schnell kriegen. Und das ist echt bitter, ne? Wenn einem Ort, der vom Tourismus lebt, eben halt die Existenzgrundlage entzogen wird, dann kann das nicht positiv sein. Das große Problem ist auch, dass niemand weiß, über welche Zeitspanne wir reden. Geht das nur 4 Wochen oder geht es Dezember, Januar, Februar oder wie auch immer? Und was kommt nach dem Winter? Gibt es die Hoffnung auf eine annähernd normale Saison? Das glaube ich nicht. Also das wäre nur Dauer. Also nächstes Jahr sieht genauso aus wie dieses Jahr. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt im ein Jahr so alles, ich glaube nicht. Ich sehe das positiv, dass der Impfstoff kommt. Also ich hoffe, dass sie das durchkriegen und dass das klappt. Dass wir also für nächstes Jahr wieder gut durchstarten können, für alle hier. Ne, dass wir nicht nochmal sowas erleben müssen. Persönlich bin ich ein Optimist. Also für mich ist das Glas immer eher halb voll als halb leer. Von daher glaube ich, dass wir in St. Peter-Ording natürlich auch das Potenzial haben, wieder Tourismus haben zu können. Wir müssen nur alle lernen, dass wir mit anderen Voraussetzungen und vielleicht auch mit anderen Abständen und vielleicht auch mit viel mehr sozialem Miteinander leben müssen. Und das wird die große Herausforderung sein.